Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Warum ist das Feuer aus? So, wir haben nachts versucht zu schlafen, aber uns überhaupt nicht geheilt. Aber waren danach hungrig und durstig. Bin ich eigentlich schon wieder. Dann haben nette Kannibalen uns angegriffen. Die war gerade grillen. Und es ist schon wieder hier so ein scheiß Topf. Problem. Ja, doppelt und dreifach gespawnt. Arschloch. Ich gehe Bäume hacken. Ja, wir brauchen aber auch Essen. Aber ja, mach mal Bäume hacken. Du kannst doch gerne gehen. Ja, alles gut, machen wir. So, denk an die Schildkröten am Strand. Ja, und denk an deine Mutantenhaut. Irgendwie kann man daraus auch was basteln. Oh, ich hab meinen ersten. Ah, hier sind noch Knochen. Oh, da sind noch Mutanten. Mutanten? Ja, also Kannibalen. So. Weil ich glaube, die normalen sind einfach nur irgendwie. Ich hab ja schon Mutanten sind. Jetzt solltet ihr im Auge behalten, wenn ich jetzt hier Bäume hacke, ne? Lampe aus. Solltest du mal im Auge behalten. Hat ja auch Zeit, dass wir langsam mal wieder hier Bäume hacken. Das haben wir schon so lange nicht mehr getan. Ja, richtig. Nach unserem letzten Ausflug. Achso, und ich wollte noch ein SOS am Strand bauen, fällt mir gerade ein. Das mache ich auch nochmal hier. Weil ich weiß nicht, ob das SOS, was wir da quasi gebaut haben, was bringt. Ach ja, und wir können Totems basteln, also ich zumindest. Ich hab noch nicht nachgeguckt. Oh, baue ich hier direkt am Strand. Zack, fertig. Brauche ich 50.000 Steine. Auch die liegen hier rum und so. Ich habe festgestellt, dass wir Ringelblumen brauchen. Damit können wir dann nämlich uns heilen. Mit Aloe und Ringelblumen. Nur ja. Aloe reicht nicht. Ah, guck mal. Ich mache jetzt ein bisschen SOS und dann kommen schon die Schildkröten. Hallo? Praktisch, da gibt es gleich Fleisch. Also ich dachte ja, also früher gab es das bei mir entweder nicht oder ich habe es nicht gerafft. Das kann auch sein, weil... Nee, ich will deinen Kopf nicht. Geh weg mit dem Kopf. Weg. Ey, nicht wieder ins Wasser gehen. Auch dein Fleisch. Dann müsste ich ja die ersten vier haben, genau. Und dann hänge ich die gleich mal auf. Ja, wir haben nämlich neue Trockengestelle gebaut. Genau. Wenn ich hier hin und her laufe, ich glaube, mache ich jetzt den ganzen Tag. Hin und her laufen. Ich kann da nicht mehr als vier nehmen. Und die Trockengestelle sind dann bei uns hier unter der Treppe. Hier hängen schon zwar ein, zwei Beinchen, aber warum auch immer Mathilde hier die Beinchen aufgehangen hat. Ich fand das recht dekorativ. Ja. Katze findet deinen Stuhl auch dekorativ. Offensichtlich nicht dekorativ genug. Sie ist der Meinung, dass sie den zum Krallen schärfen bräuchte. Es ist ja nicht so, dass wir nicht genügend Kratzbäume hätten. Ja. Ah, natürlich nimmt sie immer das, was natürlich verboten ist. So, ich bin wieder am Strand. Schildkröten. Huhu. Kann ich das wegtreten? Immer weg hier. Liegen natürlich überall Köpfe und Schildkrötenpanzer. Aber ihr könnt trotzdem kommen. Jetzt sind sie schüchtern oder was? Ja, vielleicht haben sie gemerkt, dass da irgend so ein komischer Typ ist, der sie die ganze Zeit tötet. Dann sammle ich mal nebenbei ein bisschen Steine ein.
Wage es nicht, kleine Musch. Ansonsten muss ich mal ein bisschen den Strand weiterlaufen oder in den Wald gehen. Wo waren jetzt das? Ja, wir brauchen auch noch 2 Rehfälle. Kann man einen Löwen töten? Bestimmt. Nee. Die hässlichsten Viecher ever kann man nicht töten. Ich weiß ja, Tauben sind nervige Stadtvögel. Ja, das sind ja die schlimmsten. Aber, nee. Ja gut, Möwen sind noch schlimmer. Nee. Möwen sind schlimmer. Tauben haben wenigstens den Anstand, wenn du auf sie zugehst. Also dich in ihre Richtung bewegst, dass sie dir Platz machen. Möwen scheißen da drauf. Möwen sind Scheißviecher. Du nicht, Musch. Du bist kein Scheißviech. Du bist die Musch. Genau. Hier gehört Plüschmusch in der Therme. Genau. Die Blaubeeren wachsen hier echt wie Hölle. Ich glaube, für andere Sachen muss ich ein anderes Beet anbauen. Hier haben wir nur Blaubeeren. Hm. Oh. Ups. Okay, ich muss in den Wald. Warum? Ich war gerade nochmal auf dem Boot, da ist da noch ein Safe oder sowas. Okay. Da brauchst du eine Schlüsselkarte, die kriegst du, glaube ich, in irgendeiner Höhle. Aber ich habe gehofft, dass da vielleicht nochmal Essen und Trinken wieder auftaucht, aber... Das kam nicht und die Schildkröten wollen jetzt auch nicht mehr. Oh. Na gut. Ich bin langsam wieder zur Hälfte geheilt übrigens. Dann hast du gut gegessen. Mhm. Ich habe jetzt nichts so Großes dabei. Ich habe jetzt einfach ein bisschen... oh doch, hier ist noch Blaubeeren oder so. Okay, jetzt bin ich voll. Vielleicht heile ich ja jetzt ein bisschen hoch. Doch nicht. Oh, Kannibale vom... gut, dann gehe ich die andere Richtung. Weil Kämpfe würde ich jetzt erstmal vermeiden wollen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Kratze auch mein Stuhl, ist nicht zum Kratzen da. Kratze hat man... Die Mathilde dich schon gefüttert heute Abend? Ja, hat Mathilde bereits. Hm, dann hat sie keinen Grund irgendwie zick. Nein. Leg dich ich hin habe die Katze gefüttert, als du hier Cyberpunk aufgenommen hast. Ah, okay. Hm, hm, hm. Schade, dass hier unser Typ hier kein Telefon hat oder so, dann könnte er ja mal schnell bei Amazon bestellen. McDonalds mal. Da liefert Amazon auch schon Essen. Oh, Fischi. Bestimmt. Juhu, ein Fischi. Zwei Fischi. Drei Fischi. Mehr als 4 kriegen wir eh nicht. So. Oh nein. Was denn?
Ah, fuck you. Nein! Wo ist mein Schöner? Fuck, schon wieder nicht. Ich treffe einfach. Kannst du den Satz auch beenden? Ah! Kannibal! Ich versuche die abzuwerfen mit dem Speer, weil ich die glaube dann so ein bisschen ausnocke oder so. Ich wollte es einfach mal versuchen, aber die sind immer so flink, die Schweine. Und die sind so schnell, die kommen immer hinterher. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, 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 oh. Ich bin gleich zu Hause. Soll ich dir entgegenkommen? Fuck! Ich glaube, ja. Ups. Er hat die Falle nicht ausgelöst. Oh, ich kann mich mit denen nicht bekämpfen, weil ich habe da nur ein, zwei Schläge. Das Au! Ah, Heinrich! Was hat er getan? Ja, er hat mich ausgenockt. Du Sohn einer Eidechse. Ja, einen habe ich. Okay. Ja, danke, Heinrich. Ich hab zwar zwei, drei Pfeile irgendwie daneben geballert, aber... haben mich nicht erwischt. Ich habe gerade aus nächster Nähe quasi die Kannibalen mit Pfeilen beschossen. Ah, hier liegt nur einer. Ah, ich glaube, die anderen werde ich nicht mehr wiederfinden. Ach Mist, jetzt springe ich darüber und habe einen Baumstamm vergessen, weil dann haben wir die Wände für unten nämlich fertig. Genau, das sollte ja unser Schlafzimmer werden, meine ich unten, ne? Uff, ja. Oder sollte oben Schlafzimmer hin? Ist mir jacki. Ah, dieses Scheiß. Okay, wie aus. Ich gebe aber auf jeden Fall erstmal hier eine Decke rein. So, wenn der da fertig ist, dann können wir da oben, wird es richtig gemütlich. Oh, richtig gemütlich und kuschelig. Ja. Ey, der scheiß Vogel ist ins Wasser geflogen. Tussi. Ah, die kämpfen, die hauen die kleine Mauer, die ich gebaut habe, kaputt. Ja. Nein, wo ist mein Bogen? Oh, der ist ins Wasser gesprungen. Tja. Er lebt noch? Nein. Okay. Und hat der sich ja schon mal erledigt. Hm. Wo ist nur die Dame hin? Vielleicht ist die auch ins Wasser gegangen. Nee, 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 die ist weg, die ist weggerannt. Du war cool. Sehe ich genauso. Geschrien hat sie nicht. Na, dann mache ich mein SOS hier am Strand noch fertig. Mach das. Ich gehe gleich wieder Bäume hacken.
Mach das. In der Hoffnung, dass mich dabei keine Kannibalen stören. Spinne! Spinne? Ich habe einen Stein weggenommen, da kam eine Spinne. Ich habe sie erschossen, aber jetzt liegt sie da, naja. Die beißt nicht oder die greift nicht an, ist eine harmlose Spinne. Na, bei so einer Insel hier kann man sich ja nicht sicher sein, ob die Spinnen so. Das ist richtig, gerade kommen hier überall immer Spinnen raus, wenn ich hier einen Stein aufhebe. Ja, vielleicht stelle ich es mir einfach schon vor, weil ich infiziert bin. Woran sieht man denn, ob man infiziert ist? Es gibt im Buch auf Seite 'auf den Tennisball klicken. Und dann sehe ich bei Bedingungen infiziert. Oh, oh ja, ich auch. Stärke bei mir 24, die wenn du glaube ich 22,1. Wenn du infiziert bist, nimmt glaube ich die Stärke zu oder so, ne? Aber die geistige Gesundheit ist bei mir bei 82%. Oh. Geistige Gesundheit 100%. Ja, bist du noch fit im Kopf, ich nicht mehr. Hier kommen jetzt wieder Schildkröten. Hi. Schildkröten bedeuten Essen. Essen ist gut. Essen macht gesund. Drei auf einmal. Uiuiuiui. So, nehme ich erstmal zwei auseinander und Du lebst noch. Lauf nicht weg, ich komme gleich wieder. Ich habe das Gefühl, die Steine hier am Strand, die spawnen so ultra schnell wieder. So schnell. Ja, die brauchst du ja nicht. Ich wüsste nicht, wofür du so viele Steine brauchst. Du kannst ja keine Steinmauern machen. Ich habe auf jeden Fall im Augenblick Schmerzen. Bestimmt auch. Boah, dieses Aloe Vera Zeug ist echt gut, das ich mir da gemacht habe. Aber wir brauchen mehr Ringelblumen. So, SOS ist fertig. Schön. Eigentlich schon mein zweites SOS, aber das eine habe ich ja da im Gebüsch gebaut quasi. Weiß, ob das da funktioniert. Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal ein, zwei Pflanzdinger anmachen, weil ich habe den Eindruck, dass die Blaubeeren alles unterdrücken, was da sonst wachsen könnte. Ja, vielleicht kann auch immer nur eine Form blühen, da, keine Ahnung. Musst du einen Kübel für das Zeug nehmen, einen Kübel für das Zeug. Ja. Ah, ich setze, glaube ich, einfach mal einen daneben. Ich glaube, oh, kannst du noch unendlich viele Fallen bauen, ey. Komm jetzt so einfach durch, Schweine. Ich höre schon wieder einen. Anders hinter dir! Ah, geh weg! Ich wollte gerade was bauen, du Arschloch. Hey, das ist abgefallen, mein Bogen, irgendwann. Und der hat ein Knochending ist bei mir kaputt gegangen. Knochenrüstung. Erst wieder frisch gebaut. Ach, stimmt, ich müsste ja mir auch mal wieder was zum. Wenigstens hat hier eine Falle hier funktioniert. Die zwei Leichen kannst du ja haben. Lebst du noch oder was? Hey, warum kann ich dich jetzt nicht nehmen, du Arsch? Mach ich die Falle scharf und dann. Kacken. Hey, wieso ist das so viel kleiner? Jetzt hängt der noch in der Luft. Der ist, glaube ich, ein bisschen buggy, der Junge hier. Naja. Es gibt eine Felswand.
Echt? Ja. Wie groß ist die? Keine Ahnung, ich habe nur gesehen, dass die hier angegeben ist. Ich baue mal hier testweise eine an dieser an. Weil es sieht eher aus wie so ein kleines Garten, so ein Gartenmäuerchen hier so. Die geht aber nicht nach oben, ist doch voll doof. Da guck mal hier, es ist so ein kleiner Gartenzaun. Fände ich ja aber auch ganz nett, wenn die da so ein bisschen dran hängen bleiben, ist das doch auch nicht das Falsche. Nee, die springen rüber. Das ist dann doof. Wir klettern ja über die Zäune. Man vielleicht erst eine Mauer bauen und dann da drauf noch eine setzen? Ich teste mal. Und dann... Oh, ich glaube... Ah, oh, da ist schon wieder eine Tussi. Ich glaube, das ist ein Zaun. Weil es gab da auch Knochenzaun quasi. Das sind Zäune. Ja, ich sehe dich, Lady. Oh, trotzdem den einmal. Kommst du klar oder brauchst du Hilfe? Ich krieg die Tussi hin. Wow! Aua! Blöde Kuh! Blöde Kuh! Du bist jetzt verbrannt. No, das ist das Einzige, was du mit den Kühen machen kannst. Brauche ich mir jetzt erstmal eine neue Rüstung hier. Und gleich will ich die Falle scharf machen. Kann ich nicht. Auch mal wieder ein paar Stöckchen. Yay, das Dach ist schon fast fertig hier. Aff. Was denn? Katze rieb gerade, hat ein Männchen gemacht und ihr Kopf an meinen Arm gerieben. Süß. Das Tier möchte auf. Toll, ein Stamm fehlt, dann ist das Dach fertig hier. Willst du in der Nacht nochmal hacken, oder? Jo. Dieses dämliche Dach jetzt fertig machen. Ja. Haben wir sonst hier bei uns im Lager einen Baum, der nervt und der weg soll? Hier, der hier zum Beispiel, der stört doch der Baum, oder? Stört eigentlich, der Baum? Eigentlich nicht, aber wir wissen ja eh, wo wir sind. Ja, hakt den weg. Aber dann macht diese Mauer keinen Sinn mehr. Aber ich glaube, die ist eh scheiße. Och, süße Katze. Ist irgendwie voll komisch, dass sie so nach Aufmerksamkeit schreit. Das Kind hat sie heute ganz schön auf Kopf gehalten, du. Ja, unser Kind jagt die Katze.
Du Dummvieh! Mein Arm ist doch nicht zum Hochkratzen da. Alter, die ist gerade auf meinen Arm, hat sich auf meinen Arm hochgezogen. Alter! Katze! Sie bleibt auch liegen. So gerade unter. Das ist das Mikro. Bis zum Haus. Okay, dann ist gegenüber von uns so ein Kannibale mit Taschenlampe. Oh, Katze! Wir spielen unter erschwerten Bedingungen hier. Ja, du bist süß, ich weiß. Jetzt habe ich schon ganz vergessen, was zu essen wegen dir. Baumstämme, die brauchst du nicht mehr. Gerade nicht, aber gleich. Ich baue sie auch für einen guten Zweck. Ich plane hier gerade unseren ersten Stock. Okay. Und ich sollte was essen, sehe ich gerade. Ja, das hatte ich hier auch gerade erkannt. Nein, ich esse nicht das gut abgehangene Bein. Ich esse den gut abgehangenen Fisch. So, diese Kackmauer ist fertig. Kann ich da drüber noch was bauen? Oh doch, ich glaube, da kann ich jetzt die nächste. Würde gehen. Das sieht doch ganz gut aus. Aber ich weiß nicht, was stabiler ist. Baumstämme oder die, Steinchen. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich muss jetzt nochmal einen Baum kaputt schlagen. Pflanzen. Stockzaun oder Knochenzaun? Was möchtest du lieber als Balkongelände? Ein Knochenzaun oder ein Stockzaun? Ich würde erstmal nur einen Teil mit Gelände bauen, um zu gucken, ob das beim Bogenschießen irgendwie nervt. Okay. Also Knochen und Stöcker gibt's ja wie Sand am Meer. Die wissen ja, wo wir wohnen und die kommen ja alle Tage. Ja. Kommen ja ein paar vorbei. Zwei Stückchen. Oh, ich muss was trinken können. Oh, ich habe eine Ringelblume eingesammelt. Die lag hier die ganze Zeit. Oh, das ist gut. Ringelblumen können wir gut gebrauchen. Okay.
Okay, ich glaube, das war Pilze. Die waren so ein bisschen rötlich. Okay. Aber wenn ich sie eingesammelt habe, vielleicht kriege ich ja... Hey, Moment mal, wo ist mein zweites Beten? Wette mit dir Kannibalen, du. Wie Arschbacken. Die Stämme hat das gefressen. 4. Also 2 kann ich hier wieder zurückgeben, hier. Ah ne, 3 sogar, siehst du? Gab's mir 2, ich bin 3. Hast du es aufgestellt? Hm? Nee, noch nicht. Achso, dann schmeiß ich sie wieder hin. Mach schon quer über unsere Lichtung, in der Hoffnung, dass mich keine Kannibalen sehen. Ja, ich komme dann mit meinem Wegelchen auch noch und dann machen wir mal wieder 2 Wegelchen voll. Ja. Oh, eine coole Sache. Wir haben jetzt tatsächlich 5 Tage hintereinander gehabt, in denen das Kind durchgeschlafen hat. Es ist so wirklich durchgeschlafen. Voll geil. Ja. Da hat man wieder Kraft, abends noch was zu machen. Weil sonst, wenn das Kind ewig braucht zum Einschlafen und wenn du nachts schon halb durchgemacht hast, hast du ja das Schlauch irgendwie. Da bist du abends nicht mehr so fit, um noch irgendwas aufzunehmen. Nee, und daher haut man sich dann lieber auf die Couch und schaut dämliche Sachen bei YouTube. Oder Netflix. Oder Netflix. Oder andere Anbieter von Streamingdiensten. Ja, die es noch so gibt. Ja. Und manchmal, aber selten, kommt es auch vor, dass man es ganz altmodisch macht und eine DVD schaut. Oder auch eine Blu-ray. Ja, Blu-ray ist auch schon altmodisch. Wir sind alt. Komm ich mit klar. Sicher? Es gab doch mal eine Zeit bei dir, dann bist du jedes Jahr 28 geworden. Diese Zeit gab es bei mir nie. Ja. Nee, bei mir gab... Hä? Ich habe zu meinem 30. Geburtstag eine Star Wars Party gemacht. Hallo? Ja, aber davor die Jahre so... Ja, genau, von meinem... Hä? Nee? Du hast mehrfach gesagt, wenn man sagte so, jetzt bist du 28. Nee, ich bin noch 27 oder sowas. Ja, weil ich noch keine 28 war, nur weil du dir nicht mein Alter merken kannst. Ach, Papp, jetzt komm nicht so. Sonne geht auf, was hältst du denn davon? Tatsächlich würde ich mittlerweile keine Star Wars Party mehr machen. Nee? Nee, da würde ich lieber eine Star Trek Party machen. Ach, die Katze da. Spielst du mit meinem Kabel oder was? Nee, das ist auch nicht zum Spielen. Oh, die Katze ist anstrengend. Und als wen würdest du dich verkleiden? Keine Ahnung. Ich T'Pol? Wäre halt... Hm? Machst du denn einen auf T'Pol? Das hättest du wohl gerne. Ich weiß nicht, vielleicht wäre ich einfach nur irgendein Mitglied der Sternenflotte und gar kein spezieller Charakter. Das ist ja langweilig. Das ist schon so ein großes Universum mit 1000 Charakteren gefühlt, die bekannt sind und dann einfach...
No Name. Vielleicht bin ich auch irgendein toller Captain, den ich mir noch ausdenken muss. Also ich würde entweder Kirk oder Picard nehmen. Also Kirk hat schon, ich habe schon die Form für. Ja, aber dann Kirk aus Boston Legal. Ja, gut. Das war's für heute. Nein, Heinrich. Verabschiedet euch mal von Mathilde. Die ist ja richtig gemein. Ja, nein. Let's Plays gibt's jetzt auch nicht mehr. Heinrich. Du hast gesagt, ich hätte mit meinem Alter gelogen. Das war jetzt die Rache. Aber Boston Legal war gut. Boston Legal war super. Habe ich gern gesehen. Ja, und auf den Streaming-Diensten, die wir nutzen, gibt es leider keinen Boston Legal. Und das finde ich total doof. Ich würde nämlich voll gerne mal wiedersehen. Lief nämlich eine Zeit lang, ich glaube auf ZDF Neo oder so, aber immer nur die ersten beiden oder die ersten drei Staffeln. Voll kacke. Ja, weil sie ja, für mehr nicht eingekauft haben. Ich glaube auch, die kannst du heute auch nicht mehr bringen. Das ist... Weil... So? Naja, wenn du überlegst hier, die waren ja doch ganz schön zwei alte Säcke, zwei alte weiße Säcke, die natürlich jede Frau hinterhergegafft haben. Und dann halt ihre Macho-Sprüche auch gemacht haben. Das kommt heute nicht mehr gut an. Wir haben da aber auch für das eine oder andere Mal gut einen auf den Deckel bekommen. Ja, gerade von Shirley Schmidt. Ja. Ich kann die Serie empfehlen, also sie ist auf jeden Fall gut. Und für jeden Star Trek-Fan, der Kirk mag, ist ein Muss. Obwohl es nichts mit Star Trek zu tun hat. Und auch für jeden Magnum-Liebhaber. Ja, später, ja. Ja, der taucht zwar nicht so häufig auf, aber er taucht auf. Nee, er ist, glaube ich, ab Staffel 3 oder 4 ab und an. Ja. Tom Selleck oder so, ne? Genau, Tom Selleck hieß der. Oh, Katze, ich häute dich gleich. Häutest du die Katze? Häute ich deine Miniaturen. Hey, lass die aus dem Spiel. Ja, aber bei denen weiß ich, dass es wirkt, wenn ich dir etwas androhe. Ja, aber die Katze macht hier alles kaputt und die nervt. Sie will mit dir kuscheln. Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, ein Kannibale will jetzt auch mit uns kuscheln. Intensiv kuscheln. Der eine steht noch in der Falle, der ist tot. Das sind drei, sehe ich da. Der eine ist gerade gegangen. Wo? Oh. Rechts. Da laufen sie. Hallo. Nicht versteckt. Die vier, fünf. Oh, doch so viele. Willst du mich verarschen? Was? Ich habe keine Pfeile mehr? Ja, geil. Ja, vielleicht wollen sie auch nur unser Zuhause abchecken. Meinst du, die sind neidisch, wie schön wir hier wohnen? Richtig. Also wenn sie nett sind, dann können wir hier auch eine WG machen mit denen. Du, solange sie mich nicht anknabbern... Ja, mich auch nicht, dann passt das schon. Oh, sind jetzt weitergezogen? Kein Bock? Achso, okay. Sonnenhut. Oder vielleicht brauchen sie noch mal ein paar Freunde und kommen erst abends wieder. Achso, ich habe jetzt hier eine Tür, hier die eine Wand noch gelassen mit Tür. Hm. Weiß nicht, ob wir es so lassen wollen, weil es soll ja so schlafzimmermäßig sein. Unten haben wir es ja offen gelassen. Oh, ich habe schon wieder Hunger, das gibt doch nicht. Nur am Fressen der Kerl hier.
Hunger und Durst. Diese ganzen Findlinge hier sind ein bisschen störend. Ja, aber ich glaube, die sind zu groß, um zu verkloppen. Oder müssen wir mal testen? Vielleicht gehen die ja kaputt. Weil in der Höhle haben wir ja auch ein paar Steine kaputt gekriegt. Ich habe es eigentlich jetzt eigentlich nicht getestet, aber ich dachte, das geht. Aber in der Höhle hat es ja geklappt. Beigelaufen. Geht zwischen dir und mir sind gerade zwei, drei Kannibalen auf ihrer Basis gelaufen da hinten. Ich finde, es könnte demnächst mal wieder regnen. Ach, sich stimmt, ja, warum mache ich mir die ganze Zeit hier im Kochtopf was zu trinken? Weil er bei dir funktioniert, bei mir nicht und wir nicht mehr so viel in unseren Schalen haben. Ich habe wohl doch keine Ringelblumensamen gekriegt. Vielleicht hast du eine Ringelblume bekommen, aber keine Ringelblumensamen. Ja, das glaube ich auch. Das dauert hier. Jetzt kann ich endlich trinken. Wenn wir dann oben halbwegs unser Schlafzimmer auch haben, dann können wir da endlich mal richtige Betten hinstellen. Ja, dann brauchen wir wieder mehr Fell und... Ja. Das alte Thema halt. So, ich wollte jetzt mal kurz gucken, ob ich die... Zack. Nein! Ich ahne Schlimmes. Es ist auf dein Wägelchen gefallen. Und dein Wägelchen... Er ist einmal schön durch die Luft geflogen, aber er ist Gott sei Dank wieder gut gelandet. Er ist Gott sei Dank gut gelandet. Das macht Geräusche, aber hier nichts absplittern. Baum dauert ja auch ewig, bis der kaputt ist. Ja, aber da sieht man sofort eigentlich irgendeinen Effekt. Ich versuche mal den größeren. Sieht leider nicht so aus. Schade. Knut, du sammelst jetzt Holz, ich sammle Steine. Okay. Guck, ja, weil ich nicht weiß, wie sie mit den Mauern umgehen, also mit denen aus Stein. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Ganz ehrlich, bis ihr die beantworten könnt, habe ich die Mauer fertig. Wahrscheinlich, ja. Nicht genügend Energie mehr zum Springen gehabt. Und kannst ja mit deinem Wiegelchen auch Steine sammeln, ne? Ja, bin ich da gerade dabei.
Weil ich will die, also ich weiß nicht, ob wir das ganz zumachen, aber ich will zumindest die Punkte ein bisschen verengen, dass sie eher durch die Fallen laufen, anstatt darüber zu klettern. Weil sonst habe ich Angst, dass sie einfach an den Fallen vorbeilaufen. Weil die sind ja schon ganz schön flink, die Schweine. Ja. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mal gucken, ob wieder eine Schildkröte sich verirrt. Das ist wahr. Ach ja, und wenn ihr, ich habe es letzte Folge ja angesprochen, dass ich immer noch keinen Release-Termin habe für den neuesten Teil, also für Teil 2. Falls ihr ein wissen solltet, schreibt ihn doch mir gerne in die Kommentare. Aber ich glaube, noch nichts gelesen zu haben. Boah, ey, es kommt hier gleich ein Jagdgeschwader von Schildkröten. Alter, ich habe einen getötet und kommen gleich drei neue. Voll gut. Bleib mal liegen, ich komme euch. Lebst du noch? Du willst sterben? Noch? Ey, nicht wieder ins Wasser schwimmen! Oh, immer mitnehmen, die Viecher. Diese Steine, die wachsen so schnell nach. Drehst dich einmal um, sind die schon wieder da. Ja. Bäume wachsen nicht so schnell wie Steine. Nee, das stimmt. Wir haben ja schon bestimmt fast alles sakral geschlagen, oder? Ist schon eine ordentliche Lichtung, ja. Okay, jetzt ist voll. Weil, wie gesagt, wenn die Mauer hier aus Steinen genauso stabil ist wie mit Bäumen. Ja, dann bauen wir halt die aus Stein, weil findest du ja schneller als so ein Baum. Also Bäume haben wir genug, aber ich glaube, ich möchte eigentlich nicht so ohne Bäume sein, weil dann gibt es ja auch bestimmt keine Stöcker mehr. Und die brauchen wir immer, um die Fallen aufzustellen wieder. Ja. Eigentlich auch gut in diesem Spiel, dass wir kein Brennholz brauchen. Stimmt. Dafür haben wir ja Blätter. Ja. Na, war da gerade ein... Ich glaube, ich bin ein bisschen zu nah an ihr Lager rangegangen. Ja, müssen ja nicht immer da zu Hause sein, also. Ist auch manchmal unterwegs. Ja, ich habe nur gerade irgendwie halt was rufen hören und dann so. Hast du mal geguckt und dann. Oh, ey. Ja. Deine scheiß Kannibalenbeine, weißt du? Nimm die jetzt sie ab. Doch ab. Ich wollte gerade sagen, nimm sie doch einfach ab. Ausschmeißen und dann die Fische verfüttern. Ausrüsten oder essen. Na gut, gib sie erstmal auf. Ich brauche sie noch für irgendwelche Fallen. Alter, du brauchst. Fand's halt. Ganz viele Knochen brauchst du hier. 40 Stück. Aber wie gesagt, es kommen ja bestimmt wieder ein paar Leute vorbei. Ja, die kommen ja immer mal wieder vorbeigehüpft. Ah, jetzt ist alles verbaut hier.
Oh, ich kann keine Stöcke mehr tragen. Vielleicht sollte ich die mal wieder ins Lager packen, die Stöcke. Jo. Vielleicht kannst du auch noch ein weiteres Trockengestell in unser Lager bauen. Noch ein Trockengestell? Ja, die sind ja schon wieder fast voll. Wir können auf jeden Fall nicht sagen, dass wir zu wenig Essen haben. Nee, aber... Merkst du ja, man braucht's. Ja, wir bräuchten vor allem mal ein paar Rehe. Der musste auf Jagd gehen. Die kommen nicht einfach so vorbei und sagen, Mathilde, hallo. Ja, das war bei unserem ersten Lager, war das ja der Fall. Ja gut, das waren halt Harakiri-Rehe, also. Oh, unser Stocklager ist voll. Brauchst du ein neues Stocklager? Nein, die toten Schildkröten sind weg. Ich hab zu lange gebraucht. Dann nicht. Vielleicht haben die Kannibalen sie auch geklaut. Hm. Scheiß Kannibalen, sollen sie ihr eigenes fressen? Dann gehe ich mal gleich gucken, ob ich irgendwo ein paar Rehe finde. Wenn ich das hier verbaut habe. Aber dann müsste ich mir vorher noch ein paar Pfeile, glaube ich, machen. Das wäre, glaube ich, sinnvoll. Hm. Die Pfeile werden auch bei mir einfach sinnvoll. Ich weiß nicht, wie viel ich noch habe, aber ich glaube auch. Ah Gott, ich habe noch 10 Stück. Ist jetzt auch nicht der Hit, aber... Mehr als 0. Ja, also mehr als ich. Jo. Ich glaube, 20 kannst du nur mitnehmen an Stein, ne? Ich hab keine Ahnung. Stein, sag ich, Ach, der Stein ist gerade verschwunden. Pfeile, meine ich. Vor allem total gut. Ich habe gerade eben erst Stöcker abgelegt. Und jetzt nehme ich mir gleich Stöcker, damit ich mir wieder Pfeile machen kann. Voll genial. Aber ich habe heute wirklich viel gebaut. Ja, also der erste Stock ist wirklich schon gut ummantelt jetzt. So, und ich komme ja gut mit den Mauern zurecht. Ja, ist doch super. So kommt jeder auf seine Art und Weise zurecht. Ja, wir kommen halt voran hier, ne? Ja. Boah, dann will ich mal gucken. Ach nee, ich wollte ja erst noch, Also ich würde sagen, wir machen erstmal wieder einen Break. Ja. Wir bauen das nächste Mal weiter. Okay. Basis hier. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Like und einen Kommentar. Ansonsten, ja, bleibt gesund. Lasst vielleicht noch ein Abo und bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao. Tschüss.